Gehörst du zu den Spielern, die am ersten Abschlag so richtig, richtig nervös sind, vor allem wenn alle zusehen? Oder du stehst vor dem Wasserhindernis und musst darüber schlagen aufs Grün und weißt nicht, wie du den Ball darüber bringen sollst? In diesem Video zeige ich dir ein paar Wege, wie die Pros mit solchen Situationen umgehen und zeige dir, wie du lernen kannst, auf dem Golfplatz wesentlich gelassener zu sein und deine beste Leistung abzurufen. Hallo, mein Name ist Christoph Basek von Progressive Golf Video. Auf meinem Kanal geht es um Golf und um wie du deinen Golf verbessern kannst. Wenn du das erste Mal hier bist, wünsche ich dir viel Spaß und würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst, damit wir uns in Zukunft nicht versäumen. Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, vor vielen Jahren, als ich noch etwas jünger war, als ich ein aktiver Spieler war auf der European Challenge Tour, da hatte ich auch immer wieder diese Situationen, wo ich am Golfplatz stand und Drucksituationen hatte, mit denen ich nicht wirklich wusste, umzugehen. Das waren solche Situationen, wenn ich wusste, ich brauche ein Birdie im letzten Loch, um gerade noch den Cut zu schaffen und um ein wichtiges Preisgeld nach Hause zu bringen. Oder wenn ich am letzten Loch geführt habe und irgendwie noch ein Paar hineinretten musste, um das Turnier zu gewinnen. Mir hat es dann sehr geholfen, als ich dann begonnen habe, ganz speziell eine Routine mir anzugewöhnen. Das heißt, ich bin wirklich eine Woche lang mal in die Türkei gefahren damals und habe eine Woche lang daran gearbeitet, einen Ablauf zu finden, bei dem ich mich sehr wohl fühle und bei dem ich mir sicher war, dass ich auf den immer wieder zurückgreifen konnte. Ich finde, eine Routine ist etwas, worauf man sich stützen kann, wenn es sehr schlecht läuft, und das Hirn tut sich wahrscheinlich wesentlich leichter, sich wieder an gute Sachen zu erinnern, wenn man eine Routine hat, auf die man eben wieder zurückgreifen kann. So, wir befinden uns hier auf dem 7. Loch des Golfclub Linz St. Florian und das ist ein 150 Meter Par 3 mit Wasser vorne und ja, und ich weiß, dass da sehr, sehr viele Golfer schon ihre Golfbälle drin liegen gelassen haben. Und um einen ordentlichen Schlag übers Wasser zu machen, wird es jetzt wohl notwendig sein, eine ordentliche Routine zu machen. Und zwar eine Routine besteht bei mir aus zwei Phasen. Phase Nummer 1, die Vorbereitung. Phase Nummer 2, die Exekution. Was meine ich damit? Du siehst den Ball hier liegen. Ich gehe jetzt circa 3-4 Meter hinter den Ball. Das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und ich schaue mir mal von hier an, wie das Ganze aussieht und plane den Schlag bereits, wie ich ihn spielen möchte. Ich denke mir hier geistig eine Linie und alles, was hinter dieser Linie ist, das ist die Denkzone. Hier kann ich alles vorbereiten. Hier denke ich, okay, so soll der Schlag ausschauen. Hier mache ich dann jetzt auch meinen Probeschwung, meine Technikgedanken hier. Ich sage, aha, ich möchte, keine Ahnung, das Gewicht mir am linken Fuß bringen und irgendwelche Sachen. Wenn ich mich entschieden habe für einen Schlag und das Gefühl habe, wie ich den Schlag ausführen will, dann komme ich jetzt in die zweite Phase und das ist die Exekution. Und ich stehe erstmal da, ich atme und jetzt beginne ich immer mit demselben Fuß wegzusteigen. Ich steige über diese Linie drüber und ich mache das immer mit dem linken Fuß. Und ich mache ein paar Schritte zum Ball, nehme meine Haltung ein. Ich mache ein paar Waggles, das machen die Profis deswegen, damit sie sich ein bisschen auflockern und ein Gefühl bekommen für den Treffmoment. Und dann erst schlagen die Profis den Ball. Und das Ganze möchte ich dir jetzt als eine ganz normale Routine vorzeigen, ohne dass ich spreche. Und der Ball liegt am Grün, sicher übers Wasser. Etwas anderes, das ich als sehr, sehr wichtig erachte, ist die Atmung. Du hast dich vielleicht schon mal gefragt, ob du beim Schlagen ein- oder ausatmen sollst.
Nun, ich kann dir nur so viel sagen, ich arbeite ja auch mit sehr vielen guten Spielern, mit Profis zusammen. Und normalerweise ist es so, dass diese Spieler eher durch die Nase einatmen und den Bauch größer lassen werden. Also keine Brustatmung, sondern eher Bauchatmung. Und beim Ausblasen durch den Mund versuchen sie dann so eine Art Spannung zu bekommen. Und wenn das dann soweit ist, dieser Zeitpunkt geschehen ist, dann schlagen sie. Das heißt, es ist dann keine Luft im Körper drinnen. Also ich wiederhole, du atmest durch die Nase ein, in den Bauchraum hinein und dann durch den Mund durch, holst die Spannung und dann schlägst du den Ball. So, jetzt wirst du dir wahrscheinlich sagen, super, das probiere ich jetzt gleich bei der nächsten Runde aus. Nein, ich glaube nicht, dass der Ansatz der ist, dass du jetzt das bei der nächsten Runde ausprobierst, sondern du musst bereits beim Training auf der Driving Range damit beginnen. Das heißt, ich würde mir immer wieder, nachdem du ein paar Bälle geschlagen hast, vielleicht 5 bis 10 Bälle zurechtlegen und sagen, okay, auf dieses Ziel möchte ich jetzt wirklich wie am Platz schlagen. Dann gehe ich eben nach hinten, wie ich es dir vorhin gezeigt habe, gehe das Ganze noch einmal im Kopf durch, visualisiere oder fühle das Ganze und dann gehe ich zum Ball und schlage den Ball. Ich glaube, nur wenn man das immer wieder im Training probiert, kann man sich daran gewöhnen und es kann eine Aktion werden, bei der man sich sehr wohl fühlt. Also bitte nicht einfach nur am nächsten Mal am Platz probieren, sondern versuche das auch im trockenen Zustand. Und jetzt ist die nächste Sache hier. Jetzt hast du das eventuell auf der Driving Range trainiert und es geht gut. Und jetzt gehst du auf den Golfplatz und irgendwie ja, fühlt es sich nicht gut an oder du kommst nicht zurecht. Das liegt dann meistens daran, dass du im Training keine Konsequenzen hattest, wenn der Schlag verhaut ist. Am Platz machst du einen schlechten Schlag, dann geht er ins Out oder ins Wasser oder du blamierst dich vielleicht vor deinen Mitspielern, weil der Schlag so furchtbar war. Aber auf der Driving Range nimmst du einfach den nächsten Ball und tiest ihn auf oder legst ihn wieder am Boden hin und machst den nächsten Schlag. Das heißt, ich würde auch dann in weiterer Folge beginnen, im Training auf der Driving Range mir Strafen einfallen zu lassen, wenn mir etwas nicht gelingt. Du kannst zum Beispiel einen Korridor setzen von 40 Metern zum Beispiel und sagen, da möchte ich jetzt zum Beispiel von den nächsten 10 Drives zumindest 8 hineinbringen und wenn ich das nicht schaffe, dann darf ich zum Beispiel heute Abend ja kein Glas Wein trinken zum Beispiel oder nicht fernsehen. Also irgendeine kleine Strafe, die dir ein bisschen wehtut. Und einfach, dass das Training ein bisschen ein Pep bekommt, dass du eine Konsequenz hast, damit du diesen Zustand vom Training auf der Driving Range auf den Platz transferieren kannst. Weil dann tust du dir viel leichter natürlich dann mit diesen Situationen umzugehen. Vielen Dank, dass du bis hierher zugesehen hast. Und ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich eine kleine Bonussektion habe. Und zwar möchte ich dir jetzt zeigen, wie du dich so richtig, richtig konzentrieren lernen kannst beim Golfspielen. So, nun zum Bonus. Wie kann ich mich richtig gut fokussieren, richtig gut konzentrieren? Wenn ich nun über den Ball stehe und meine Haltung eingenommen habe und kurz bevor ich schlagen will, mache ich Folgendes. Ich denke an das Ziel und sehe dabei zum Ball. Ich denke an das Ziel und sehe dabei zum Ball und dann schaue ich zum Ziel. Okay? Dann denke ich an den Ball und schaue zum Ball. Ich denke an das Ziel und schaue zum Ziel. Ich denke an den Ball und schaue zum Ball. Und dann denke ich an das Ziel und hole aus und schlage. Das ist eine sehr, sehr gute Technik, damit man den Fokus bekommen kann, damit die richtige Gehirnhälfte aktiviert ist. Und ich würde dir sehr empfehlen, dass du das einmal im Training probierst und vielleicht kannst du das auch auf dem Platz ummünzen. Die Idee dahinter ist es, dass man immer mit dem Gedanken den Blick voraus ist. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um sich richtig gut zu konzentrieren. Viel Spaß! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen hoch gibst. Und bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke daneben zu drücken, damit wir uns in Zukunft nichts mehr versäumen. Das war Christoph Bausig von Progressive Golf Video. Wir sehen uns hoffentlich bald.